Und damit herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Und wir bauen jetzt unsere Villa weiter. Nachdem wir unsere Seilortstätte schon gebaut haben, können wir ein bisschen Holz farmen. Oh, hinter dir! Bleib mal ruhig. Ich fange es aber wieder an, ein bisschen zu nerven, weil letzte Zeit waren es irgendwie weg. Ha, gut, zack! Hä? Mann, ey. 3 gute Pfeile weggeballert, ey. Ich kapiere das manchmal nicht so richtig. Ich wünsche, man könnte Knochenpfeile machen. Kapiere ich nicht, warum man die nicht machen kann. Das stimmt, das wäre ganz praktisch. Danke für den Raid. Oh, cool. Dankeschön. Hallöchen. So, jetzt müssen wir die Leiche erstmal hier schön ins Feuer schmeißen. Damit wir nicht noch mehr Knochen haben. Hallöchen zusammen. Danke für den Raid. So. Also wir gehen das Tor zu. So. Ich bin so froh, dass es Tore gibt. Oh, ist das geil. So, wie machen wir es? Soll ich ein bisschen Stämme rüber schicken über die Seilrutsche und du fängst die an zu bauen, oder? Können wir auch gerne auch so machen, ja. Ich hab gerade den ersten Baum. Okay, ich verstehe absolut keinen. Du bist ein bisschen besser in Englisch. Könntest du bitte das mal beantworten? Gut, den ersten Kommentar kann ich nicht entziffern, aber. Hä, wieso? The second force is very nice. Das hätte ich auch noch hinbekommen. Ich weiß auch nicht, was die sonst sagen. Das ist ja faszinierend. Ich meine, es ist kein Bot, aber. Der ist ja schon tot. Easy. Nehmen wir die Pilze mit. Hat irgendwie so eine komische Maske auf. Wieso liegt hier Stroh? So, na gut, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht genau den Baum fällen. Warte, ich tue mal alle Bäume hier am Umkreis fällen. Die Mauer hat so ein bisschen semi getroffen, muss ich sagen. Nein. So. Sehr interessant, dass. Ich gehe mal davon aus, du bleibst der First. Yeah, very long. Yes. But I think it's pretty similar to the first part. Thanks. Thanks for the follow. So. Weg da. Ich geh mal lieber runter und tu die ganzen Baumstämme wieder rein, nicht dass sie alle verschwinden dann irgendwann mal. Ja. You can watch the first forest on YouTube. Mhm. That's right. From us. So. Aber ich weiß halt noch nicht mit diesem Mini. Obwohl, da könnte man Feuerholz draus machen. Ja, also ich weiß noch nicht, wozu man das Feuerholz braucht. Ich bin mir nicht sicher. Beim normalen Feuer oder wie schaut das aus? Ich mach mal ein bisschen neues Fleisch, weil wir haben ja kaum noch was. Ja, passt. Oh, geil. Nein. Hey, wo ist das hin? Nein. Bleib stehen. Yes. So. I think it's linked in the below in our description. So. Ich möchte hier eigentlich. Und wieso kann ich denn meine Pfeile nicht mehr aufnehmen hier? Was ist das für? Ach doch jetzt. So. Ja, nice.
So. Ja. Achso, der Fallschaden ist gar nicht mehr so hoch. Oder nicht existent. Real Ed, where are you from? Oh, hier liegt ein Baumstamm. The question is, why do you look or watch a German stream? So. Oh, oh, oh. I'm from Russia. From Russia. Ah, so. Okay. Ich glaube, den Krieg sollte man nicht ansprechen, oder? Nee. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich habe Fleisch geholt. Ich wollte wieder hier ein bisschen auffüllen. Forsten. So. Are you new to Forest or do you know the Forest series for a long time? Yes, we are from Germany. Ah, an der Kacke. Kann es sein, dass ein Fleischständer fehlt? Es waren drei. Ja, jetzt sind es zwei. Sag mir nicht, dass sie einen kaputt gemacht haben. Doch. Einer ist weg. Der stand doch genau hier. Der war doch genau. Da war Fleisch dran gehabt. Ja, wir müssen dann nicht vorzugehen. Ja, gut, was heißt? Ja, ich hab ja genug gesammelt. Das ist ja relativ. Ich lasse mal einfach die zwei, die sind voll. Ja. Relativ quick gemacht. Da rollen schon die Baumstämme weg. Blöde Frage. Ich hätte gedacht, wie baut man denn jetzt. Was denn? Boden? Muss man den Boden erst hier? Kannst du jetzt einen Boden bauen? Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst. Muss man das hier jedes Mal einzeln machen? Wenn ich jetzt hier, ich probiere es mal, wenn ich das jetzt so reinlege. Zack, kann ich jetzt hier weiterbauen? Ja. Ich glaube schon, ne? Ne, jetzt muss ich ja, hier. Doch, hier wieder das Viereck machen. Oh, Alter, das ist. Boah. Oh je, okay. Oh ja, da braucht man viel. Da braucht man viel Holz, leider, ja. Dankeschön. Kelvin. So, ich stelle das mal hier auf. Ich tu mal unser zweites Lager auch mal nehmen. Echt verwirrt das. And why do you look German streams? I mean, I like it, but it's. Was heißt denn? Kurios. It's a bit strange. I want to try to buy the second part alive. Opinion. You don't have the second part yet. Okay. So if you liked the first one, you will like the second one as well. But there are some new features, but some old features are missing. For example, the how would I say the vehicle to transport the Stämme, the trees, logs, right, logs. So. Dann haben wir da noch ein bisschen was drauf, dann haben wir da noch ein bisschen was drauf. So. Ich richte mal hier so ein paar her, damit ich die dann dir einfach rüberschicken kann. Ja. Was unsere Meinung zu dem Spiel ist. But it's still in early access, so it's not perfect. The performance is not that good, I would say. But overall, I would say it's a pretty nice game. And they are working on it. So
So, ja. So, ich fahr mal wieder rüber. Mhm. Kannst dann wieder rüber schicken. Jo, ich schick dann einfach ein paar zu dir. Rüber. Rüber, mein Freund. Jo. So. Ja, Kelvin, gut. Boah, der Kelvin ist so dämlich. Der wartet hier bei der Seilrutsche und wenn der Baumstamm ist, tut er das ins Lager rein. Ist zwar auch irgendwie, ja, schön, aber irgendwie, nee, eigentlich nicht. Yeah, my English is also not good. No, no problem. So. Oh shit, eine ganze Familie ist hier. Ich bin am Arsch. Boah, ich bin mir leck nicht mich so doch sicher, am Arsch. Bin mir nicht so sicher. Bam, Headshot. Du auch noch? Komm. Boom, Kopfschuss. Irgendwer hab ich das Gefühl, dass wir hier was falsch machen. Kann ich das? Ah, okay. Nein, das war drüber. Boom. Ah, okay. Alter, geil. 3 Headshots. Komm, oh, Knochen? Nee, ne? Das wäre so lustig. Ich muss was ausprobieren. Schade, ich kann die Leiche nicht über die Seilrutsche zu dir bringen. Das wäre auch was. Das wär herrlich. Wenn du wieder Loks brauchst, sagst du Bescheid, ne? Achso, ja, ich bräuchte was. Achso, ja. Okay, dann geh rüber und fang sie auf. Ich schick dir, du musst nicht herkommen. Ich mach hier die Arbeit. Haben wir Besuch oder was? Ja. Ja, da hinten habe ich schon Leichenhaufen gemacht. Kannst du ja gerne mit draufschmeißen. Yeah, the construction system is real nice. I like it. It's very interesting. Yeah. But a tower, so I think. I think you need more time for every building. Yeah. You definitely need more time, yeah, to build. Aber gleichzeitig finde ich es geil, ich meine, das kann ich jetzt leider nicht auf Englisch sagen, das weiß ich nicht. Gleichzeitig finde ich es geil, dass der Sachen wieder abreißen kannst und du kriegst alle Loks und so wieder. Ja, ja. Aber wie sagt man das auf Englisch? Although I think it's nice to destroy all buildings without to lose all locks or anything. Ja. Hab ich ganz gut gesagt, denke ich, oder? Ja. Also scheiße, bin ich gar nicht in Englisch. Haha! Du musst dich nur trauen! So, ich glaube, jetzt hast du erstmal genug, oder? Locks? Ich da geht, paar... also ich komme gut voran mit dem Bau. Und einen Schluck trinken, dann bin ich gleich wieder da. Macht sogar regelrecht Spaß, ein bisschen Englisch zu reden. Ich bin gerade voll überrascht von mir. Also, mir macht sogar. Ist es eine neue Herausforderung? Okay, jetzt ist es überrascht mich. Ist sogar sehr interessant, ne? Ich will ja nichts sagen, aber Holz ist leer. Ich komme mal wieder ein bisschen helfen. You can also see the second part from the forest on YouTube from us. I recording. School. Streamed. Streaming and I'm recording for YouTube. Yep. You can see this on the YouTube channel Concord. That's his name. Concord. The link Concord. Is... In the description below in Twitch. If you want to see it. Moment. It's 3 o'clock in the morning and I really want to sleep, so yeah. Thank you for watching and hopefully we see us. Hopefully. Again. Ja, aber irgendwie lustig. Yeah, good night. Good night. Sweet dreams. Sehr interessant. Das ist irgendwie so surreal, wenn man streamt. Ja.
Und er schaut dann zu und irgendwie das mit. Dann, ja, keine Ahnung, irgendwie. Komisch. Aber anscheinend hat er ja dann nicht so einen Hass auf Deutsche, weil sonst würde er ja nicht zuschauen. Ja, wie ist das, wenn er einen Hass auf Deutsche haben? Ja, keine Ahnung, durch Propaganda und so. Weiß nicht. Aber ich find's eigentlich krass, dass er. Ja, egal. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt so ist mit den ganzen. Wie die da. Ich hätte auch so ein bisschen gedacht, dass die eigentlich nicht so richtig ins offene Internet können, eigentlich. Aber vielleicht ist es auch ein etwas offener Russe, der halt mit VPN oder sowas das macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hätte auch eher gedacht, dass die da nicht mehr so easy überall hier ganz normal Twitch gucken können und so. Aber ich hätte auch eher gedacht, dass wenn so zum Beispiel so ein Russ im Internet zum Beispiel Twitch guckt, dass er niemals sagen würde, dass er aus Russland ist, weil es einfach momentan an der Welt so nicht so. Ja, vielleicht ist es denen ja aber auch gar nicht bewusst, muss ich sagen. Ja, das kann gut sein, ne, dass die das nicht so richtig für voll nehmen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie dort die Propaganda ist. Ob die genauso schlimm ist wie bei uns. Brauchst du wieder Baumstämme? Yes, please. Send it to me. Of course. They're coming, the locks. The locks. Hey, come. Whoa. Die Mauer könnte sogar echt noch höher sein, aber nee, passt schon. Ja, ich habe auch schon. Kannst ja noch eins draufschmeißen, wenn es ist. Ja. Ja, mal besser, mal schlechter. Scheiße. Naja. Aber ein Follow mehr. Yay. Nein. Was tue ich? Nicht dahin bauen, dahin. Bist du behindert? Sollst du als. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich hätte gar kein Problem, wenn Leute wenn Leute aus anderen Ländern uns zugucken und wir ein bisschen Englisch reden. Ich hätte gar kein Problem. Vielleicht irgendwann müssen wir voll die Englisch-Profis. Das wäre voll geil. Bleib da. Wenn zu viel wird, sagst du, ne? Von Loxer, dass du irgendwie erstmal einordnen musst oder so. Nö. Alles gut. Gehen wir so weiter. Weil der Kelvin tut es ja schon ins Lager mal reinstopfen, der Typ. Echt? Macht er das? Nice. Ja, der praktisch. Hilft mir ein bisschen. Sehr, sehr praktisch. Yes. Very nice. Kannst du in Englisch? Ach ja. Ja, wenn man einmal angefangen hat? Ja, das stimmt. Nein, Lock, du bleibst da. Genauso wie du bleibst da. Das mit der Seilrutsche ist mega. Die Tore und jetzt das mit der Seilrutsche, das macht Forrest richtig Bock. So mag ich das. Naja, so muss es sein, ja. Und der Kelvin chillt erstmal wieder. Naja. Langsam bräuchte ich wieder Loks. Ja, sind unterwegs. Ich schick dir gleich welche. Ah! Zurück. Das ist ein voll geiles System eigentlich mit der Rutsche. Mega. Das ist sogar fast besser wie durch diesen Kackschlitten eigentlich. Ja, Mann. Das ist richtig geil. Und es gab von Anfang an. Shit! Und wir haben es nicht mitbekommen. Nice, das geht auch eigentlich relativ flott. Also mit der Seilrutsche und so, ganz cool. Ja, weiß nicht, ich hab's ja noch nicht gesehen. Ja, also die Hälfte vom Boden haben wir schon.
Ich dachte, du machst schon die Wände oder so. Scheiße. Nee. Was glaubst du denn? Alter, der Boden. Sagte, der hat den Boden. Die Krise. Alter Verwalter. Do you need logs? I need it. The log's coming! Nice. Boing, 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 boing. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, dass die Bäume stimmen einfach im Seil dann da, aber fürs Gameplay ist es geil. Das stimmt. Was ist hier in dem Game schon realistisch? Wirklich, der Kelvin, so strunzdumm kann keiner sein. Gut, der ist ein bisschen geschädigt und so, aber... Ich muss zugeben, mich würde es mal interessieren, was die andere, also die uns geradet hat, was die auf Russisch geschrieben hat. Das darf ja mich ehrlich gesagt interessieren. Ich nehme mal die Baumstämme hier und schick's euch mal rüber. Nein, das wollte ich machen. Ja, du darfst sie gerne rüberschicken, aber ich brauche Zeug. Ja, dann musst du sagen, dann kann ich dir mal welche vorbeischicken. Hey, du kannst dauerhaft die ganze Zeit schicken. Ich bin da relativ flott im Bauen. Ja, aber ich bin nicht so flott im Fällen, das ist das Problem. So schnell geht das nicht. Darum helfe ich dir, ja. Und der Kelvin da hinten, der tut's eh gerade in das Lager wieder. Passt dann schon. So, man rodet aber schon, man rodet aber schon ordentlich ab, ne? Also. Wollte gerade sagen, hier ist schon einiges weg. Oh je. Wird die Seilrutsche irgendwann mal sehr lang. Ich hoffe nicht so, ne. Aber das Problem ist, unendlich wird, dann musst du halt immer höher, weißt du, weil dann natürlich... Ich weiß nicht, weil irgendwie das andere war ja auch, dass der Baumstamm links nach oben gerutscht, also... Ja, aber gut, aber wenn mal ein Hügel oder so dazwischen ist, musst du den ja, musst du über den Hügel drüber. Ja, ja. Boah, was mich jetzt interessiert, wenn ich jetzt unten einen Baumstamm ranhänge, fliegt der dann noch? Das probieren wir mal kurz aus. Was hast du von? Wenn ich jetzt so einen Baumstamm nehme und den dahin. Ja, guck mal, den Baumstamm kann ich nach oben schicken. Da kommt zu dir jetzt. Tatsache. Blut. Nice. Okay, das ist eigentlich noch unrealistischer, aber richtig geil. Ja, vielleicht ist das so ein Teil dran oder sowas, mit dem man, weißt du, die das ziehen? Maybe not. Man weiß es nicht. Geräusch ist geil. Wie. What the fuck? Jesus, wo will ich das nicht machen? Ja, das wird jetzt ein großes Projekt, also muss zugeben, da wird nicht mehr viel geschehen jetzt im Stream und in den Videos, außer Holz fällen und ein bisschen bauen. Aber ich meine, darum geht's ja in The Forest, also. Ich wollte gerade sagen, also jetzt geht's nur die Story durchballern. Aber es macht, glaube ich, auch kein Streamer, oder? Also kein Streamer wird da jetzt einfach in 5 Stunden, sag ich mal, die Story durchspallern. Doch, Speedrunner schon, ja. Ja, aber jetzt, sag ich mal, normal. Nee, aber normale Streamer, ja klar. Aber die sind halt schon größer, die können einfach auch mal ein bisschen bauen oder nichts tun. Und dadurch ist es ja nicht langweilig, weil die, also, die unterhalten sich einfach. Der kann ja auch Just Chatting machen und wir einfach nur da sitzen und Kaffee trinken und die Zuschauer sind da. Aber bei so kleinen Streamern wie wir jetzt sind oder so, dann ist es ja immer das Hauptproblem, dass da passiert nicht viel seit gefühlt 5 Stunden und dann, ja. Wenn jemand immer 5 Stunden da wäre, weißt du, wie ich meine? Ja. That's right. That's right.
Baumstamm, der wegrollt. Habe ich dir das erlaubt? Irgendwie ist es lustig, dass der Kelvin da die ganze Zeit die Baumstämme dann holt und da reinpackt. Das ist cool. Ja, da hat er wenigstens, das ist ja wenigstens, ist richtig sinnvoll irgendwie dann mit dem Typen. Ja. Ein Baumstamm. Wie schnell bearbeitest du die denn bitte? Das ist ja geisteskrank. Problem ist, ich muss jetzt immer weiter laufen, weil es halt doch, jetzt muss ich mittlerweile schon ziemlich weit laufen. Ja, dann komme ich auch gleich mal. Guck mal. Hey, Kevin, Kevin. Das ist eigentlich mal die Frage, ob wir die Seilrutsche dann mal ändern oder und vielleicht ja, das rutschen könnte man. Oder ob man dann einfach sagt, man fällt hier in der Gegend alles und haut alles so dort, lagert dort alles und dann tun wir es einfach nur mit der Seilrutsche rüber. Oder wie viel uns schon so gesagt zu viel gelaufen ist. Weil es ist ja schon noch in der Nähe irgendwie, es ist jetzt nicht weit. Die Frage ist, man kann wahrscheinlich das nicht so richtig verknüpfen, wahrscheinlich. Nee, oder? Zu knüpfen nicht. Also man müsste wenn dann so eine Rutsche nach da machen, von da weiter, oder man macht halt direkte Rutsche. Kann man eigentlich gleich eine direkte Rutsche machen, aber ja. Immer wieder musst du halt hochbauen ein bisschen und das ist halt auch lästig. Ja. Also der Boden ist bald fertig. Ganz cool. Das kommt so. Da können wir mit den Wänden weitermachen. Schau mal, kann ich so einen Energiemix fordern? Das wäre eigentlich ganz nice. Haben wir da irgendwo einen Energiemix? Habe ich irgendwo einen Energiemix? Nee. Ich könnte doch so eine Energiemischung kombinieren, oder? Gut, aber ich denke, wir werden. Der Baumstamm ist ja. Achso, lol, der Kelvin ist hier. Oh, es gibt eine kleine Gesundheitsmischung mittlerweile. Sehe ich. Sehr interessant. Gab's das davor nicht auch schon? Nee, da war es nur Health Mix Plus. Und jetzt ist es, gibt es eine Gesundheitsmischung und Health Mix Plus. Also. Nee, das gab immer das Normale und das Plus. Ja, im Forest 1. Ja, und im Forest 2 war es nicht. Nee, das beim zweiten Teil kam auch. Ja. Man konnte zwei verschiedene Heilungsdinger bauen. Ja. Okay. Ich war mir, dachte nur eins. Ich leg dir die mal da hin und du tust sie rüberhauen. Weil jetzt wird's dunkel, damit wir hier mal. Oh, hä? Warum bist du jetzt da hin? Bin das? Achso, du bist gerade weggefahren. Ja, Mann. Ja. Wurst, wenn ich sie stapel, dann verschwinden die ja nicht. Hoff ich mal. Ja. Die Frau guckt unten im Keller. Naja, das gefällt. Wir haben einen Keller? Sozusagen, ja. Nein, das wollte ich ja nicht hinwandern. Yay, Boden ist fertig. Cool. Und das alles so hingehauen, ohne irgendwie, dass man was so durchpackt oder sowas? Ja, wird gut funktioniert. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Das freut mich gerade sehr. Ich sammle noch cool. Die letzten Loks hier am Boden ein, die so rumflacken. Ja. Dann komm ich rüber. Dann probiere ich gleich mal die Seilrutsche hier aus. Wuhu! Geil! Wupp, wupp. Nice. Sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt wird es richtig finster, ich sehe gar nichts. Scheiße, wo ist denn das Kaktor? Ah, wo ist das Tor? Ich erkenne das Tor nicht, wenn du das nicht siehst. Wenn du das nicht weißt. Wir sollten noch Lampen hin tun, ne? Ja, das sollten wir mal überall machen. Vielleicht so ein paar Fackeln und so. Naja. So, erstmal speichern den Aal. Jo. Und dann Sleeping. Und dann nehmen wir noch einen Schluck von unserem Paulaner-Spezi.
Frisch aus der Paulaner Quelle. So, erstmal futtern und dann trinken gehen. Wozu muss man Fleisch eigentlich? Hat das irgendwie einen anderen Nährwert, wenn man Fleisch grillt? Also ich habe das Gefühl, dass das getrocknete aber auch ganz nice ist. Ja, zwei Stück, dann bist du voll. Und beim Grillen, ja, glaube ich, waren es auch immer zwei Stück. Also ja, macht jetzt, glaube ich, keinen so direkten Unterschied, habe ich das Gefühl. Und das ist halt simpler, weil zum Grillen musst du halt immer draufschmeißen. Gut, das ist halt gut für unterwegs, ne? Ja gut, doch, braucht man schon für unterwegs, ja. Weil es trocken ist, ist es halt entspannt, weil das Braten wird halt auch schlecht, glaube ich, ja. Ja, genau. Oder, oder verbrennt. Für daheim ist es halt sehr nice, einfach was aufhängen, aber wenn du unterwegs bist, kannst du halt schlecht Zeug schnell trocknen, das geht ja nicht. Na, ich krieg gerade wieder das Kotzen. Warum? Weil der Stream, meine Bitrate ist wieder voll am Abkacken. Ach, erzähl jetzt keinen Scheiß, Digga. Mach nicht so einen Scheiß! Alter, wir brauchen nochmal so ein Essenslager. Warum? Würde mich nicht wundern, wenn er gerade jetzt wieder Leute reinkommen. Trockenstopp. Warum brauchen wir noch ein Essenslager? Zwei Dinger reichen doch easy. Nee, aber jetzt habe ich nochmal was, sonst kann ich nichts hinhängen. Ja gut, das halt habe ich halt im Inventar. Nee, ist wieder schlecht. Ja, aber es ist ja gut. Da haben wir halt unendlich viel. Ja, können wir schon. Nö, dass wir dann vielleicht auch mal keinen Bock haben oder länger bauen. Oh shit, ne, ich brauch die Ausdauer. Komm mir ja nicht. Alter, what the fuck, wie viele sind das denn? Wo kommt die ganze Familie? Brauchst du Hilfe? Noch nicht. Noch stehen sie nur da und gucken mich an. Nein, da klappt mein Lock! Au, das tat weh. Digga, man bewegt dich nicht so viel, du Aalgesicht. So, einer ist tot. Oh Mann, Internet. Blöde Snapper, die klaut mein Lock, die blöde Kuh. Reiß dich zusammen, Lock. Alter, die klaut alle meine Lock. Leute, das sind drei Leute. Leute, Digga. Drei Leute ziehen meine Locks weg. Oh, das ist ein fetter Typ. Digga, jetzt bräuchte ich vielleicht doch mal Hilfe. Ich habe keine Pfeile mehr. Wieder Standung fallen. Oh Mann, ich habe keine Pfeile mehr, mein Problem. Ich muss Nahkampf. So, ich hol mir die zwei Loks schnell. Also, da hört der Spaß auf, ne? Also, ja, also bei Loks. Die Entwickler, ja, diese Wichser, die haben einprogrammiert, dass sie die Baumstämme stehlen. Die sind schon fies, fies. Da weint eine wieder. Oh, oh shit. Boah, da fährt der Typ wieder. Ja, der läuft gerade hinterher, kann das sein? Ja. Genug geweint, jetzt gibt's Zeit zum Sterben. Wieso so Lemminge haben sie hintereinander die Baumstämme? Cloud. Ah, das ist mein Pfeil. Geil. Dann. Ach da, lol, da bist du. Wo ist denn der fette Typ? Ist er tot? Ne, der ist bei mir. Achso, hier Bam. Ist ja. Er kippt um. Aua. Digga, Alter. Wenn der mal einen tritt, Alter, das wird richtig. Au, lol, was wäre mich jetzt erwischt? Wäre es gut, wenn einer mit einem Pfeil einen Headshot macht, weil der kippt da um. Ah ja, oder so. Oder so. Alter, die blöden Kacknudels, echt, die ja. Klauen die Loks. Aber das war doch vorher auch nicht, oder? Also das haben sie, ist das jetzt alles mit dem Update gekommen? Ganze Shit. Weiß nicht, ob die... Vielleicht haben sie es davor schon gemacht, aber da waren vielleicht keine so rumgestanden bei uns. Ja, nicht. Liegt noch meine Leichensammlung da? Eher nicht, ne? Die spawnen doch irgendwann, oder? Das wäre dann doch zu hart, wenn du so einen ganzen Leichenhaufen. Ja, die habe ich hier hingelegt.
Tust du, oder nehme ich nochmal zwei mit? Ja, ich muss die von da hinten holen. Also zwei Loks habe ich von hinten schon geholt. Warte mal, drei, da hinten liegt noch einer, siehst du. So. Ja. So. Drücken. Also wenn der dich kickt, ne, da finde ich auf einen Hieb zwei Mutantenrüstungen, ne? Das ist krass. Ja, das ist heftig, ja. Ne, ich habe überhaupt keine Rüstung mehr. Der hat das Mutantenviech vorhin hat mich echt kastriert. Ja, aber ich finde es gar nicht mal so blöd. Also, das kann man jetzt sagen, ja, man verliert schnell Rüstung und das ist irgendwie lästig, aber gleichzeitig kriegst du die relativ schnell. Also wenn du in der Höhle bist, ja, die Simmerlinge, ja, dann bist du relativ zügig unterwegs. Also da. Also sind sie zwar schnell weg, aber du kriegst halt dementsprechend auch schnell. Finde ich gar nicht mal so blöd. Blöde Frage. Hm? Wollen wir hier zwei Stockwerke bauen? Können wir machen, ja. Das ist so eine richtig geile Villa, können wir machen. So für den Anfang. Also eine Villa und kein Lagerhaus. Oder beides. Dass unten Lagerhaus und oben so Schlafgemäch ist und so. Wir könnten sagen, oben zwei Wohnungen. Also oben so eine Wohnung mit halt zwei Zimmern. Ne? Ja. Eine Dreizimmerwohnung, so ein Wohnzimmer, zwei Zimmer. Ja. Und unten könnte man dann so einen Lagerraum machen mit so ein paar Regalen und sowas. Ja, das hört sich doch gut an. Wenn man vielleicht dann irgendwie bereit ist für die nächste Tour oder so, dass man dann da was holen kann. Ja, ja, genau. Das hört sich gut an. Ja. So, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Ich schicke dir noch die letzten Logs und dann... Okay, okay. Ja, John. Und ich muss mich jetzt ehrlich gesagt, also wahrscheinlich weiß ich jetzt nicht, wie es jetzt da ausschaut, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden, auch wie es am Viehtyp läuft. Also da muss ich ehrlich mal Danke an euch sagen, dass ihr das so so gute Klicks macht. Ich sag mal, für mich sind es halt gute Klicks. Ne? Also das ist jetzt... Ja. Kann ich mich auch mal bedanken. Ja. So. Ah ja, genau. Ich wollte jetzt auch mal rüberkommen und beende die Folge bei dir. Um mir mal den Boden anzuschauen. Mhm. Oh, sehr schick, sehr schick. Sehr schick. Ja, ja, unbedingt ein zweiter Stockwerk, glaube ich. Weil wenn schon, der hier, so, weil hier ist so ein Lagerraum, ist schon groß eigentlich, also ein bisschen, was ist groß, aber dann so kannst du hier so noch eine Wand dazwischen hauen, ne? Nur so, ja, ne, dann hast du hier so ein Wohnzimmer, die Hälfte, und dann so zwei Viertel mit zwei Betten und keine Ahnung was. Kann ah ja, das ist eine gute Idee, so ein Halbieren dann, ja, ja, genau. Da wo die Treppe hochkommt. Nur die Frage ist, wie hoch die Treppe dann wird, müssen wir mal schauen. Wenn wir da nicht anfangen müssten, also ob man dann hier dann das Türchen, dann da gleich hoch die Treppe und dann umdrehen. Ja, das können wir. Also ich würde im Lager, weil wir eh 5 haben, können wir mittig eine Tür machen. Irgendwo. Ja. Aber wäre es cool, wenn wir die Tür von hier machen? Kann man den normale... Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie baut man denn die Tür? Ah, doch, klar. Wir haben ja schon eine Tür gebaut. Könnte man eventuell... Also ich mache jetzt erstmal hier Folge beenden. Sag danke fürs Zugucken bei Sons of the Forest. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bauen wir unsere Villa weiter. Und Lagerhaus oder wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.